Meine Süße. Also, pass gut auf dich auf, Renate. Ach, Camping. Eine gute Gelegenheit für ein bisschen Freiheit und Abenteuer. Alles klar, Opa. In ein paar Tagen sehen wir uns wieder. Sei völlig unbesorgt, mein Herz. Ich werde deinen alten Großvater hüten wie mein Augapfel. Fahr los, Bertha. Drück auf die Tube. Volldampf voraus und ab in die Post! Wo ist denn hier bloß der Ausgang? Wir wollen einfach zwischen den Zelten nur! Ein Klappaudermann! Sei vorsichtig mit dem Feuerholz, Junge! Gesagt, immer und immer wieder, du sollst nicht im Korridor rumrennen, Junge. Nun, Bleistifte hinlegen und Arbeit nach vorn. Seh dir, es geht ihr wieder gut. Frau Helfmann, wie sie leibt und lebt. Also, wie viele Elefanten könnt ihr auf diesem Bild erkennen, das ich in meiner Hand halte? Wie ihr seht, haben wir ein Problem. Der Bus wird uns erst in 2 Tagen abholen. Wir sitzen hier am Arsch der Welt und unsere Lehrerin ist durchgeknallt. Sie braucht Hilfe. Hat einer von euch eine Idee oder so? Ihr könnt ja von mir aus im Wald verfaulen. Ich rufe meinen Vater an, der wird mich sofort hier rausholen. Tut mir leid, Ihre Batterien sind leer. Tut mir leid, Ihre Batterien sind leer. Ah, ich muss sterben! Ich muss ein Weg durch den Dschungel freischlagen. Ein Weg durch den Dschungel freischlagen. Hä? Bulli, wir sind schon Kilometer weiter. Zum Blumenpflücken ist jetzt keine Zeit, Idiot. Selber Idiot. Oh, da ist er ja endlich. Sag mal, Kinder, was geht hier eigentlich vor? Und in welchem Jahr entdeckte Kolumbus den Mond? Oh, ich weiß es. Ich weiß es, Frau Hoffmann. Frau Hoffmann. Oh, Scheiße, die Lichter sind an, aber es ist keiner zu Hause. Sollen die Bauern doch Bohnen fressen? Ich labe mich an den Köstlichkeiten der Natur. Schmeckt das? Das hat uns gerade noch gefehlt. Halt! Aua! Hey! Wie sollen wir da bloß rüberkommen? Hey, ich hab da schon eine Idee. Morgen, Dina.
Zieh so fest du kannst. Eine tolle Idee, Pelle. Abgang. Alle an Bord, die an Bord wollen. Kapp das Tau. Ah, perfekt. Das klappt ja alles wie am Schnürchen. Was hast du da für Pickel im Gesicht, Vera? Vielleicht hat sie was Giftiges gegessen. Es sah irgendwie viel tiefer aus. Hey, ich finde, Frau Halsmann sieht schon wieder viel besser aus. Bestimmt bald wieder die Alte. Ich glaube an Sie, Frau Halfmann. Hey, habt ihr noch Bohnen? Ich sterbe vor Hunger. Na klar. Hier, bedien dich. Das riecht ja widerlich. Das kriege ich nicht runter. Aber Vera, Bohnen sind tierisch gut. Voller Proteine und anderer Nährstoffe. Halt den Mund, du Klugscheißer. Und überhaupt, du hast uns vorhin beinahe versenkt. Und was dich angeht, du Rattenkopf. Dieser ganze Schwachsinn hier war deine Idee. Du bist eine Null als Anführer. Wie kommst du eigentlich dazu? Natürliche Auslese. Begabung setzt sich auf Dauer immer durch. Ach ja? Ich werde mich von jetzt an nur noch auf mich verlassen. Wir sehen uns zu Hause, falls ihr Verlierer es überhaupt bis dahin schafft. Nein, verlass mich nicht! Mach keinen Unsinn, wir müssen zusammenhalten. Oh. Och, lass sie doch gehen. Ich bin froh, wenn wir das dumme Huhn endlich los sind. Ah, Mama, hilf mir! Oh, ich wünschte, ich wäre Indiana Jones. Also ehrlich, ich traue mich da nicht drauf. Ich auch nicht. Keiner von uns geht darüber. Aber es ist der einzige Weg, der darüber führt. Genau. Wir kennen das alle aus dem Kino. Nur immer einer und ganz, ganz vorsichtig. Klar. Ich kenne das aus dem Kino. Und da erwischt es immer den, der als Letzter rüber geht. Vera, warte auf mich. Und ein Krokodil kann in 2 Meter Tiefe leben. Wie viele Krokodile? Ich hoffe, du weißt das zu schätzen, du Wichtigtuerin. In so einer gefährlichen Situation ist ein cooler Typ gefordert. Jawohl. Oh. Ich hätte lieber mit Opa fischen gehen sollen. Umwerfend aus, meine Angebetete. Seid ihr alle gut angekommen? So wie es aussieht, ist keinem was passiert. Oh, Tannenbaum! Oh, Tannenbaum! Wie grüßt ihr aussieht. Wir sind wieder zu Hause. Ja! Yeah!
Während eines der Kinder unter den Folgen des Verzehrs giftiger Beeren leidet, wurden die anderen Kinder vom Direktor ihrer Schule wie Helden empfangen. Die Lehrerin, die sich zur Erholung im Krankenhaus befindet, hat sich über ihre heldenhaften Kinder folgendermaßen geäußert. Vor 70 Millionen Jahren herrschten die Pinguine über die Erde. Damals war ich natürlich noch ein kleines Mädchen.